Roland Klaus hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, SPD und Bündnis 90 Grüne legen einen guten Antrag vor. Die Länderbauminister haben einen guten Beschluss gefasst, einstimmig. Deshalb haben wir diesen Beschluss als Linke hier eingebracht. Und ich finde, so viel Gutes verdient auch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Deshalb war ich ja gespannt, welche Argumente Koalition und Regierung dagegen haben könnten. Und war schon erstaunt, als uns Minister Ramsauer in die Geheimnisse seiner höheren Mathematik eingeführt hat. Er hat, so hörten wir, die Halbierung halbiert. Da kommt dann immer noch drei Viertel raus von dem, was mal ein Ganzes war. Und da sage ich mal ganz offen, als Dreiviertelminister sind Sie mir im Kabinett einfach ein Stück zu wenig, Herr Minister. Und wenn Sie diese Mathematik so weitertreiben, müssten wir gelegentlich bei der Haushaltsberatung, bei dem Haushaltsposten Ministergehalt vielleicht auch mal diesen Maßstab anlegen. 40 Jahre Städtebauförderung zieht ja einen großen historischen Bogen und ich will das mal ein bisschen aus ostdeutscher Sicht beleuchten. Der Stadtumbau Ost nach der deutschen Einheit findet, das ist unbestritten parteiübergreifend, in allen Wählerinnen und Wählerschichten große Anerkennung. Franz Müntefering hat das ja schon gesagt. Es gibt aber inzwischen auch einen ostdeutschen Erfahrungsvorsprung bei diesem Stadtumbau, bei diesen demografischen sozialen Prozessen. Jetzt haben wir auch einen Stadtumbau West. Könnte man denken, man finge mal an, den ostdeutschen Erfahrungsvorsprung beispielsweise bei schrumpfenden Städten anzuerkennen, anzuwenden, nachzunutzen. Das ist leider nicht der Fall. Ich will Sie aber auch daran erinnern, dass es Städtepartnerschaften zwischen Ost und West lange vor der deutschen Einheit gab. Und deshalb waren westdeutsche Städte mit ostdeutschen Partnerstädten immer so ein bisschen bemüht, dass ihre ostdeutsche Stadt ein bisschen besser aussieht als andere Städte im Osten. Das war damals ein Teil des Programms Wandel durch Annäherung. Aber der Westen war damals durchaus auch in der Lage, und das können Sie sich auch von renommierten Architekten und Städteplanern erklären lassen, vom Osten zu lernen. Weil manche städtebauliche Sünde fand in der DDR nicht statt, weil das Geld dazu fehlte. Will sagen, wir hätten schon, aber konnten nicht. Aber zurück zur Gegenwart und Zukunft. Städtebauförderung, energetische Gebäudesanierung gehören nun wirklich unbestritten zu den erfolgreichsten Förderinstrumenten des Bundes. Und deshalb kann ich nach wie vor und heute schon gar nicht eine Bundesregierung und eine Koalition überhaupt nicht verstehen, die sich selbst ihrer besten Förderinstrumente beraubt. Das ist doch einfach absurd, was Sie hier betreiben. Und jetzt können Sie ja noch tausendmal argumentieren, dass die energetische Gebäudesanierung jetzt aus einem anderen Topf kommt und trotzdem den Kommunen zugute. Das mag ja alles richtig sein. Aber erstens handelt sich hier um den Energie- und Klimafonds, aus dem dies gespeist wird. Und wir sind uns überhaupt noch nicht über die Einnahmeseite dieses Fonds sicher. Ein Anspruch der potenziellen Anwender des Programms gibt es deshalb noch nicht. Und wir wollen eins nicht, eine energetische Gebäudesanierung nach Kassenlage. Und das Zweite, was Sie offenbar nicht begreifen wollen, es macht doch einen Unterschied, ob bereitgestellte Mittel von einem Ministerium auch verfügt werden können. Also eingebaut werden in den Instrumentenkasten in einer einheitlichen, ganzheitlichen Städtebau- und Förderpolitik. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das beklagen ja auch Ihre Ministerkollegen in den Ländern. Ich will die Kollegen der SPD, weil ich sie schon so sehr gelobt habe, noch auf den Punkt 1 Ihrer Forderungen verweisen, der da heißt, die kommunale Kaufkraft zu stärken. Das ist überaus richtig, aber auch ziemlich frech. Herr Kollege? Weil im Moment... Die Redezeit ist jetzt um. Das war Schicksal. Im Moment leiden die Kommunen darunter, dass die Unternehmenssteuerreform von Rot-Grün ihnen die Luft zum Atmen nimmt und deshalb tun Sie Buße,
wenn Sie weiter gute Anträge machen, weil meiner Fraktion ist es leid, Buße zu tun, als unser Alleinstellungsmerkmal zu empfinden. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie von Buße sprechen, hätte ich Sie natürlich mitnichten auf die überschrittene Redezeit aufgerufen.